So, heute bei uns anerkannter Metallverbiegespezialist Fido Kotnik. Hi, Freunde. Hoffentlich geht's euch gut. Einige kennen ihn auch aus dem Kartschak-Stream. Fido kennt sich also mit Metallverbiegen aus und mit Karten. Heute zeige ich dir mal was ganz Neues. Ich bin sehr gespannt. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ist ja mein zweites Zuhause hier. Sehr gerne. Ja, genau. Immer wieder schön, wenn du da bist. Ja. Fido, wir verbiegen heute mal Kunststoff. Dein Ernst? Mein Ernst. Okay, ich muss sagen, ich bin komplett hier reingeraten und ich weiß von nichts. Ich habe gesagt, erzähl es mir nicht im Vorfeld. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kannst du auch sein. So, der Effekt ist ganz einfach. Du kennst ihn vielleicht noch. Wenn man so einen Stift hier nimmt und jetzt schnell so hin und her bewegt, dann sieht der so aus. Siehst du das? Man muss ganz ehrlich sagen, du kannst das auch echt gut. Also es sieht echt real aus. Ich habe in der Schule... Das sieht wirklich aus, als ob der Stift aus Gummi wäre. Ja, verrückt, oder? Ja. Ich habe in der Schule nie was anderes gemacht. Ohne Scheiß, das sieht wirklich... Mach doch mal. Das sieht wirklich so aus, als okay, wenn ich habe noch keinen gesehen, der es wirklich so gut vorgestellt. Im Ernst, Freunde, im Ernst jetzt. Also das ist ja kein Highlight, aber... Habe ich geübt. Ja? Weißt du, woran das liegt? Nee. Nimm mal in die Hand. Was ist das denn, Alter? Das ist total genial, ja? Ja. Also der Stift, liebe Leute, der ist aus Gummi. Das Problem ist nur, wenn man den jetzt einmal verbogen hat, dann... wirkt dieser ganze Effekt einfach nicht mehr, ja? Dann ist der hin. Oh, sorry. Ist der hin, ja? So, kannst du auch noch mal versuchen. Was? Er ist quasi fest. Einmal verbogen, fest. Und das ist... Also, das habe ich gerade noch verbogen, ey. Ja? Verrückt, oder? Das ist cool. Und das ist... plastische Realität. Das ist so, ne? Das ist so. Meine. Vielen Dank. Geil war's.